Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, dies ist jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Versuch, dieses Video aufzunehmen. Ich habe damit schon vor Wochen begonnen, weil GoPro ein neues Produkt auf den Markt gebracht hat. Das fand ich mega spannend, habe es mir bestellt am Donnerstag, glaube ich. Freitag war es da oder ich habe es Freitag bestellt und am Samstag war es da. Irgendwie so, also relativ zügig. Da ist GoPro echt sehr, sehr fix, was das angeht. Ich habe es direkt bei GoPro auch bestellt. Ja, ich glaube, am Samstag ist es gekommen. Habe dann versucht, ein Video aufzunehmen. Das heißt versucht, ich habe ein Video aufgenommen. Habe diesen Griff, bevor jetzt einige abschalten, nach dem Motto, oh, super spannendes Thema, ein Video über einen Griff. Ja, glaubt mir, ich habe mir den nicht umsonst bestellt. Da komme ich aber nachher drauf. Erstmal muss ich euch die Vorgeschichte erzählen, weil ich war der Verzweiflung nahe. Also, ich habe mir diesen Griff halt bestellt, habe voller Vorfreude meine GoPro genommen. Ich habe noch eine GoPro Hero 9, habe die auf diesen Griff montiert, wollte euch zeigen, wie das alles toll funktioniert. Und wie war es dann halt in Wirklichkeit? Ja, es hat überhaupt nichts funktioniert. Warum? Weil meine GoPro den Geist aufgegeben hat. Ich weiß nicht, woran es lag. Es kann ja eigentlich nicht an dem Griff liegen, der macht ja nichts kaputt. Ich habe versucht, die GoPro einzuschalten. Das ging nicht. Vorne leuchtete bei mir, da ist ja so eine Iode, so eine rote vorne drin, die leuchtete bei mir konstant rot. Dann habe ich den Akku rausgenommen, Akku wieder rein, das Ganze nochmal versucht, ging nicht. So, dann habe ich die GoPro über Nacht ans Ladekabel gepackt und am nächsten Tag probiere ich das Ding aus und siehe da, sie geht an. Ich denke, oh geil, dann war das nur, keine Ahnung, Akku zu tief entladen oder was auch immer, keine Ahnung, irgendein Problem, was man halt beheben konnte. Ja, dieses Erfolgserlebnis währte aber nur 5 bis 10 Sekunden, je nachdem, wie weit die GoPro Lust hatte zu arbeiten. Danach grüner Bildschirm, puff, tot. So, dann habe ich gedacht, okay, dann gibt es bestimmt ein Update. War im Internet und habe nach dem Update gesucht. Und tatsächlich, das gab es auch, weil für diesen Griff hier braucht ihr die neueste Firmware-Version. Die habe ich mir dann runtergeladen. Beziehungsweise ich habe das über die App mit dem iPhone versucht. Also ich habe die GoPro mit dem iPhone gekoppelt, habe das Update über das iPhone runtergeladen und beim Überspielen, wie soll es auch anders sein, machte die GoPro auf einmal wieder und ja, das war es dann. Ich denke, das kann nicht wahr sein. So, dann, wie man das halt so macht, Google und sich die Probleme aller durchgelesen, weil vielleicht ist ja irgendwo versteckt auch das Problem aufgetaucht schon mal, was ich hatte. Na, bin da so mehr oder weniger fündig geworden. Der eigentliche Tipp war, nimm dir die SD-Karte, pack die an den Rechner und überspiel aus dem Internet das Update auf die SD-Karte, steck die SD-Karte in die GoPro und starte sie neu und dann installiert sich das Update. Das habe ich auch gemacht und es hat sogar funktioniert. Also die GoPro ist nicht abgeschmiert, der hat das Update tatsächlich komplett übernommen. Und da habe ich gedacht, gut, jetzt ist eigentlich alles in Ordnung. Pustekuchen, das Problem war genau wie immer das gleiche vorher auch. Grüner Bildschirm, puff, das Ding ging nach 10, 20 Sekunden aus, Feierabend. Ja, sowas passiert natürlich immer nur am Wochenende, wo ihr natürlich, auch die Leute wollen frei haben, irgendeinen IT-Support von GoPro oder sonst irgendwen nicht erreichen könnt. Also musste ich mich bis Montag gedulden. Das Video hatte ich natürlich aber schon angefangen. Ich habe schon Unboxing gemacht und dachte mir jetzt, ja gut, dann, wenn es nicht klappt, machst du es nochmal danach. Das Problem ist allerdings, ich zeige euch das mal, dass GoPro die Sachen so einpackt, dass im Prinzip das hier nach dem Öffnen übrig bleibt. Das Ding ist komplett zerfranst. Da ist nichts mehr mit, ich zeige euch das mal schön in die Kamera und wir packen das gemeinsam aus. Ja, deswegen kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ich werde dieses Video so ein bisschen stückeln, weil ich habe diese Filmsequenz, wo ich das Unboxing gemacht habe, natürlich behalten. Das werde ich gleich nochmal versuchen, chronologisch, soweit es mir gelingt, dazwischen zu schneiden. Wundert euch nur nicht, dass ich auf einmal andere Klamotten anhabe. Aber es war einfach nicht mehr anders zu retten. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ansonsten machen soll. Und so habt ihr wenigstens die Chance, einmal einen Blick reinzuwerfen, was in der Verpackung alle oder was in dem Lieferumfang alles mit dabei ist. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Ich hatte nun jetzt ja keine Chance mehr, mit der GoPro zu arbeiten. Also, was habe ich gemacht? Am Montag sofort nach der Arbeit als erstes bei GoPro angerufen. Der gute Mensch bei GoPro am Telefon, ja, er war jetzt nicht der Motivierteste, wo ich schon so dachte, so, boah, ach scheiße, jetzt hast du genau den Falschen erwischt, der einfach nur so, ja, und haben sie das gemacht? Ja, trage ich ein, ich brauche Bilder. Ich so, ja, wird aber schwierig, ne? Was soll ich Ihnen großartig zeigen? Die Kamera geht ja nicht an, ich brauche aber die Bilder. Ja, geil. Gut, habe ich mich an seine Anweisung gehalten. Und jetzt mal ein Riesenlob an GoPro. Ich meine, meine Kamera war knapp, ich weiß nicht, so
ein Dreivierteljahr alt ungefähr. Ich habe am Montag, nee, am Dienstag dann, ich habe die Kamera dann eingepackt, am Dienstag zur Post gepackt, kriegte Dienstagabend eine Bestätigung von GoPro per E-Mail, dass die neue Kamera unterwegs ist. Ich dachte eigentlich, dass die das Ding reparieren. Am selben Tag hat GoPro eine neue Kamera ausgeschickt und am Dienstag kam die neue Kamera anstandslos, ohne irgendwas, einfach an. Eine niegelnagelneue Kamera. Nicht meine alte, reparierte, sondern eine neue. Also ich war so baff. Also da ganz großes Lob an GoPro, ohne Zip und Zap einfach ja, den Kunden zufriedengestellt. Das muss ich an dieser Stelle einfach mal erwähnen, weil das ist nicht selbstverständlich. Ihr habt sehr viele Anbieter, da geht ihr dann in den Krieg. Also das zieht sich dann teilweise über Wochen und dann, wie das werdet ihr selber kennen. Hier war es definitiv nicht so. Also nach wie vor, ich bin richtig begeistert und das macht eine Firma dann doch sehr wertvoll, muss ich sagen. Also da bin ich echt begeistert von. Gut. So, jetzt aber genug der Vorrede. Also es hat dann mit der neuen Kamera natürlich funktioniert. Ich habe das Update dann aufgespielt. Erstmal wieder übers Handy. Das hat auch anstandslos funktioniert, weil ihr müsst die aktuelle Firmware drauf haben, um diesen Volta-Griff benutzen zu können. Das ist Voraussetzung. So. Ach so, und dann, ja, anstandslos funktioniert, wäre gelogen. Ich habe den Griff dann installiert. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich alles. Und auf einmal wieder das Gleiche. Grüner Bildschirm. Kamera ging aus, diesmal aber, das war der Unterschied zu der anderen Kamera, ging sie wieder an und ich konnte sie ganz normal weiter benutzen. Aber immer wenn ich mit dem Griff irgendwas machen wollte, ist die Kamera abgeschmiert. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, das Update ist installiert, ich habe doch alles gemacht, das kann doch nicht sein, dass dieser Griff Kameras schrottet, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann habe ich die Bluetooth-Verbindungen zurückgesetzt, also nicht die ganze Kamera zurückgesetzt, sondern nur die Verbindung, die könnt ihr auch zurücksetzen. Dann hat er sich neu eingewählt und seitdem ohne Probleme und es funktioniert alles einwandfrei. Also solltet ihr mal Probleme mit dem Griff haben, wenn ihr euch den zulegen möchtet, dann gebe ich euch nur den Tipp, am besten ist einmal die Kamera komplett zurücksetzen, das neue Update installieren, was da ist, dann einmal die Bluetooth-Verbindung zurücksetzen und erst dann den Griff benutzen. Also bei mir hat es so funktioniert. Das muss bei euch vielleicht ja nicht so sein, aber bei mir war es definitiv so. Gut, so. Genug des Vorgeplänkels und der Lobhudelei für GoPro. Was haben sie denn dann jetzt überhaupt auf den Markt gebracht? Es geht um Volta. Was ist Volta? Volta ist ein, ich versuche es mal ein bisschen näher zu zeigen, wir gehen auch gleich nochmal in die Nahaufsicht, ist ein Griff für die GoPro Hero 9 bzw. GoPro Hero 10. So, dann packen wir erstmal zusammen aus, würde ich sagen. So, hier seht ihr jetzt das gute Stück. Ich versuche es einmal aufzumachen und dabei innerhalb der Kamera zu bleiben. Ich habe schon in anderen Videos gesehen, dass das gar nicht so einfach sein soll. Selbst mit einem Messer. Nee. So, ich muss das jetzt tatsächlich aufschneiden. Diese Packung ist, ohne sie zu zerstören, nicht zu öffnen. Aber jetzt können wir mal einen kurzen Blick in den Inhalt werfen. Ja, den üblichen User Guide, den sowieso niemand liest. Sicherheitshinweise. So, hier befindet sich jetzt der Stick drin. Und hier seht ihr jetzt mal einmal ganz kurz den Verpackungsinhalt. Einmal der Griff an sich, dann, ja, das kennt man ja, diese obligatorische Schraube für GoPro-Sachen, um sie festzumachen. Ladekabel, da kommen wir nämlich gleich noch drauf. Und ein spezieller Verschluss für die GoPro. Ich möchte mal einen Bogen schlagen, indem ich mit der Konkurrenz anfange. Also ich habe ja mittlerweile mehrere Kameras. Ich habe hier noch eine Insta360, also die erste Version noch, mit der ich auch sehr zufrieden bin und gerne noch filme. Bei der zweiten, ja, hätte ich mir wahrscheinlich auch gekauft, wenn ich die nicht gehabt hätte. Aber ja, damit bin ich zufrieden. Zwischendurch mal ein paar 360-Grad-Videos. Dafür ist das Ding schon ganz cool. Wie benutze ich das? Halte ich das jetzt so in der Hand zum Filmen? Natürlich nicht. Dafür gibt es von Insta diesen Invisible Selfie Stick, nennt er sich, der ja dann halt so rausfahrbar ist. Ich habe mir jetzt sogar die lange Version geholt. Das Ding ist jetzt dann 3 Meter lang, also das ist schon richtig, richtig lang. Da könnt ihr total coole Sachen mitmachen. Da komme ich teilweise bis an die Dachgiebel dran, wenn ich irgendwas filmen möchte. Das ist schon ganz cool. In dem Selfie-Stick selber ist hier so ein Stativ integriert. Das heißt, ich kann das Ding hinstellen und dann irgendwelche Time-Raffer-Aufnahmen oder was auch immer, Zeitraffer-Aufnahmen machen.
Das Ding lässt sich umbauen, das heißt, ich kann hier an der Seite den Griff dran schrauben, dann kann ich das Ding so durch die Gegend schleudern, dann sieht das so aus, als ob die Kamera um mich herum fliegt und, und. Also ja, ein ganz normales Selfie-System eben. Kennt man, denke ich. So, dann, was habe ich noch? Ach ja, genau. Dann meine zweite Kamera, Osmo von DJI. Da gibt es auch einen Griff für. Ich zeige euch den mal einmal kurz. Darum soll es, wie gesagt, heute nicht gehen, sondern ich möchte nur zeigen, was an diesem Stick von GoPro so cool ist. Der ist schon ein bisschen besser und besser ausgestattet. Also ich mache hier einfach die Klappe auf. Dann kann ich den Osmo hier reinstecken. Habe einen Selfie-Stick hier mit integriert. Kann diese Klappe hier aufmachen, kann hier mein Handy reinpacken. Und habe hier halt ein Panel, um Sachen zu starten, Aufnahme zu starten, Aufnahme zu stoppen, zoomen, schwenken. Hier ist so ein kleiner Joystick dran. All solche Sachen kann ich hier mitmachen. Hier unten ist noch ein Stativ, mehr oder weniger gut. Also so wirklich stabil ist das jetzt nicht, vor allem wenn der Selfie-Stick rausgezogen ist. So, wenn er nicht draußen ist, dann ist natürlich ein anderer Hebel da, logischerweise. Dann geht das schon, aber das ist auch nur so eine Zusatzlösung. Also eigentlich ist dieses Teil hier auch nicht für diesen Griff gedacht, sondern der ist ja hier bei dem Osmo mit dabei. Der wird ja dann hier hinten dran geschraubt an die Halterung. Kann man den so einklappen. Ja, und kann den hier unten drauf auch festmachen. Das heißt, ich könnte den Osmo auch so direkt hinstellen. Dafür ist er eigentlich da. Man kann ihn aber auch hier dran machen oder ihr stellt das Ding nochmal auf ein Stativ. Nur dann habt ihr natürlich, ja, das ist ja dann mega lang. Und ob das immer alles so ist, gut ist, weiß ich nicht. Aber worum es gehen soll, ist, dass ich, wie gesagt, eine Steuereinheit habe und ich habe einen Selfie-Stick. Das heißt, ich kann das Teil verlängern und kann an Orte, wo ich so mit meinen kurzen Armen sonst nicht dran käme. Fand ich eigentlich total eine spannende Sache. Deswegen habe ich mir das Ding damals auch gekauft. Ja, aber das ist jetzt auch noch nichts Spannendes. Kennt man im Prinzip eigentlich auch so. Das heißt, der Unterschied zur Insta ist, hier habe ich nur einen Selfie-Stick. Muss halt alles an der Kamera selber einstellen. Hier habe ich einen Selfie-Stick inklusive Steuereinheit. Über Bluetooth kann ich dann damit die Kamera steuern. Und jetzt kommt eigentlich der Schwenk zu dem Volta-Griff. Weil auch der Volta, ich versuche euch mal, bevor ich das vergesse, es gibt noch einen Griff, den ich von Sony habe, mit der Kamera, mit der ich gerade filme, deswegen kann ich euch das jetzt im zusammengebauten Zustand nicht zeigen. Der hat auch ein Stativ eingebaut, ich kann damit so Spielereien machen, wie euch ranzoomen zum Beispiel, so. Dann könnt ihr den Griff auch mal aus der Nähe sehen. Hier habt ihr dann die ganzen Steuereinheiten. Das heißt, das funktioniert jetzt über Bluetooth in dem Fall. Die Kamera wird hier oben draufgeschraubt. Dann kann ich sie als Stativ, ich mache mal wieder zurück, sonst seht ihr das gar nicht so. Das heißt, die kann ich dann als Stativ benutzen, wenn ich diesen Griff hier, wenn ich das möchte. Oder aber einfach nur so als Stück Verlängerung, um beim Vloggen oder ähnliche Dinge. Oder so wie jetzt, dass ich hier bei einem Video ja damit so ein bisschen spielen kann und zoomen kann. So, weil dann muss ich nicht jedes Mal immer eine zweite Kamera aufbauen, weil so viele Nahaufnahmen gibt es ja jetzt vom Prinzip her auch gar nicht. So, und jetzt kommt dieser Volta-Griff ins Spiel. So, das ist das gute Stück. Jetzt hole ich euch tatsächlich noch mal ein Stück näher ran, um euch mal das aus der Nähe zu zeigen. So, ihr habt hier die Steuereinheit, wo ihr den Mode einschalten könnt, also generell die Kamera erstmal einschalten könnt, hier unten, dann könnt ihr hier oben die Aufnahme starten und stoppen. Ihr habt hier oben die Bluetooth-Verbindung und eine Batterieanzeige, um zu gucken, wie voll die Akkus noch sind. So, die GoPro wird hier oben dran geschraubt, ganz normal, mit wie man das halt so kennt. Ich glaube, ich mache das mal eben. Dazu noch ein Hinweis. Wenn ihr die GoPro hier drauf schraubt, weil die wird mit dem Griff hier mit diesem Kabel, was hier an der Seite ist, verbunden, müsst ihr die Seitenklappe, wo der Akku, diesen Akkudeckel quasi, den müsst ihr einmal abmachen. Und so sieht das Ding halt aus. Das kann man ja ganz einfach hier oben abziehen. Also ihr macht die Klappe einmal auf, könnt das Ding dann abziehen. Und dafür gibt es dann einen zweiten, der liegt bei dem Volta halt mit dabei. Der sieht so aus, der hat hier unten einen Durchlass. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt hier dran mache, so, und mach die jetzt zu, dann habe ich an der Seite hier eine Öffnung, wo dieses Kabel, was an dem Volta mit dran ist, das hier passt dann genau da rein. So, gehen wir mal wieder zurück. Das Ding brauche ich aber nicht, weil ich die GoPro, wenn ich sie denn dann benutze, mit dem Mod hier benutze, mit dem Media Mod. Hat mehrere Gründe. Einer der Hauptgründe ist, dass ich einfach, ja, der Ton draußen gefällt mir nicht ganz so gut.
So kann ich den MediaMod benutzen und kann hier oben noch mein Rode-Mikrofon, also die Funkstrecke, die ich habe, hier oben draufpacken, eins hier dran, und dann kann ich damit ja Sachen machen und der Ton ist immer gleich, weil bei dem MediaMod ist es ja so, oder bei der Kamera generell, wenn ihr die so haltet, also nach vorne ausgerichtet, nimmt ihr auch nur den Ton von vorne. Wenn ihr euch selber in dem Moment mal filmen wollt, dann ist der Ton super, das funktioniert einwandfrei. Aber wenn ihr die Kamera wegdreht und wollt jetzt irgendwas in der Landschaft zeigen und was dazu erzählen, dann hört sich das an, als ob euch einer irgendwie gefesselt und geknebelt hat, weil der Ton kommt ja aus meinem Mund und muss jetzt quasi über die Kamera an das Mikro dran. Das hört ihr tatsächlich. Das hört sich an, als ob ihr im anderen Raum seid. Das könnt ihr umstellen, das ist mir allerdings zu nervig. Und deswegen habe ich hier jetzt den MediaMod, wie gesagt, dran, Funkstrecke, und das Problem mit dem Ton ist halt nicht mehr da. Dementsprechend brauche ich diesen Zusatzdeckel quasi nicht, weil jetzt wird dieses Kabel über den MediaMod angeschlossen. Ihr habt ja hier hinten die diversen Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe auch schon mal ein Video über den MediaMod gemacht, aber da werdet ihr bei YouTube 1000 Videos finden. Wenn euch der MediaMod nichts sagt, dann guckt euch erst ein anderes Video an, wie das Ding funktioniert, was er kann, und dann wisst ihr, was ich meine. So, wollen ja nicht ganz so viel Zeit verlieren. Ich unterbreche das Video jetzt mal eben, weil ich den MediaMod bzw. die GoPro jetzt einmal hier drauf montiere. So, montiert ist es. Ich hole euch mal noch ein Stück näher. So, montiert ist es. Das heißt, ich habe die GoPro einfach hier auf den Griff draufgeschraubt. Hier an der Seite ist diese Schraube. Das kennt ihr ja, ne? Schraube rein, festdrehen, und jetzt ist das Teil hier fest montiert. Warum habe ich euch jetzt nochmal näher rangeholt? Weil an der Seite von dem Griff könnt ihr, hier oben ist so ein Druckknopf, und wenn ich da drauf drücke, kommt, ich mache das mal so, hier an der Seite nochmal so eine Aufnahme für die GoPro raus. Da könnt ihr dann zum Beispiel ein Zusatzlicht montieren oder ähnliches. Es gibt ja noch diverse Zubehörsachen für die GoPro. Das könntet ihr dann, wenn ihr wollt, dann auch noch hier dran machen. So, also rein von der Haptik und der Optik finde ich das Ding schon mal wirklich gut. Also das ist schon was anderes, das zu benutzen, anstatt einfach nur die GoPro zu halten. Ich habe ja früher sonst immer das tolle Teil hier benutzt. Hier so ein Gorilla-Pod oder wie das Ding heißt. Gorilla-Mod heißt es nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Dieses Teil, was ihr verbiegen und verbiegen könnt und an jeden Baum dran hängen, drum wickeln, was auch immer. Na, da könnt ihr die tollsten Konstruktionen mitbauen. So, das Ding habe ich immer alles so zusammen gemacht, die GoPro hier oben drauf, und habe dann damit meinen verlängerten Arm quasi gehabt und nicht die Kamera dann immer so festgehalten. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich hier, wie gesagt, diesen praktischen Griff. Der ist von der Benutzung her, so von der Handlage und so, finde ich den super. An der Seite ist jetzt hier meine Steuereinheit. Ihr könnt die GoPro auf dem Griff selber auch drehen. Jetzt habe ich die Steuereinheit quasi hinten. Jetzt ist dieser Griff, der ist von der Breite her dann jetzt schmal. Könnt ihr, je nachdem, was euer Handgefühl sagt, was euch besser gefällt, könnt ihr das Ding halt so hin und her drehen, wie ihr das gerne haben möchtet, ne? Ich glaube, ich finde das eigentlich so ganz praktisch. Sehe ich so die Steuereinheit hier vorne, kann die mit dem Daumen bedienen. Und ja, es fühlt sich auch wirklich gut an. Das kann man so nicht anders sagen. So, dann könnt ihr ja, ich habe euch gerade gezeigt, das Stativ ausklappen. Dafür müsste ich die Kamera jetzt allerdings wieder ein bisschen drehen. So, könnt ihr die hinstellen, ausrichten. Und jetzt kann die Kamera halt, ohne dass ihr sie festhaltet, irgendwelche Sachen aufnehmen. Was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel die Kamera, weil auch das funktioniert über Bluetooth, die Kamera irgendwo anders hinstellen und dann hierüber steuern. Das heißt, ihr stellt sie irgendwo hin, genauso wie mit dem Onkel hier. Kamera ist irgendwo, stelle ich hin, drücke hier auf den Griff und die Aufnahme beginnt. So eine Art Fernbedienung könnt ihr auch machen. Wenn jetzt dieser Griff eine Fernbedienung ist, dann werdet ihr euch mit Sicherheit fragen, wofür brauche ich dann dieses Kabel, was an der Seite ist, was ich jetzt mal mit der GoPro verbinde. Ja, dann wird hier hinten halt in dem MediaMod diese Lasche aufgemacht. Das Kabel wird mit dem Stecker hier reingesteckt und jetzt ist der Griff mit dem Kabel mit der GoPro verbunden. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, deswegen hole ich euch einmal noch mal näher. Ja, seht ihr hier, das Kabel geht jetzt halt hier durch, hier in die GoPro rein und ist jetzt mit der GoPro verbunden. Weil jetzt kommt nämlich das Feature, wie das jetzt mit der Kamera funktioniert. Die ist halt ganz normal, wenn ich sie halt jetzt anmache, hier über diesen Griff. Und beim zweiten Mal ist jetzt halt die Kamera an. Das heißt, beim ersten Mal könnt ihr mit dem Mode, weil dieser Griff hat, und das ist nämlich das Highlight, worauf ich jetzt komme, jetzt hätte ich es beinahe schon verraten, warum ich mir diesen Griff gekauft habe. Ich habe sehr, oder sagen wir es mal so, immer wenn das Thema GoPro
erläutert wird, kommt man unweigerlich auch auf das Thema Akkus. Sei es bei der 9er, bei der 10er war es jetzt sogar noch schlimmer. Die Akkus sind zwar größer, aber die Kamera verbraucht mehr Energie. Dementsprechend sind sie, zumindest habe ich das so gesehen, noch leerer, eher leer als die Akkus, die in der 9er drin sind. Das ist so, das gehört quasi zusammen. GoPro und, ja, ich weiß nicht, die meisten Leute haben so einen Klingelbeutel dabei und dann sind da 5-6 Akkus drin. Und genau das ist der Grund, warum ich mir diesen Volta-Griff gekauft habe. Weil das ist gegenüber der Konkurrenz bisher, was ich an, zumindest an Sachen habe, ein Alleinstellungsmerkmal. Dieser Griff hat einen eingebauten Akku. Wir erinnern uns, das Teil für den Osmo hat keinen Akku, hat nur ein Stativ. Ach so, das ist das einzige Manko, was ich bei dem Griff noch sagen muss. Hier ist leider kein Stativ verbaut. Das heißt, ich kann das Ding leider nicht ausziehen. Es steht also eigentlich in Konkurrenz zu diesem Onkel hier. Direkte Konkurrenz. Ich kann es also weder mit einem normalen Selfie-Stick vergleichen, noch mit dem Selfie-Stick von dem Osmo, weil, ja, eben weil es halt Selfie-Sticks sind. Das hier ist kein Selfie-Stick. Das Ding gehört in diese Kategorie, wie zum Beispiel dieser Griff für die Kamera, für die Sony ZV-E10, mit der ich gerade filme. Oder aber halt ihr solche einfachen Lösungen, diese Gorilla-Dinger. In die Kategorie zählt das, weil halt kein Selfie-Stick. Aber nochmal, und das macht es eigentlich so mega interessant, da ist ein eingebauter Akku drin. Ich lese euch erstmal die Daten von der Internetseite vor, also vom Hersteller direkt sozusagen. Da steht jetzt bis zu 4 Stunden Akku, zusätzlicher Akku, bei 5,3K, 30 Frames per Second. Ich denke, das ist allerdings auf die Hero 10 bezogen. Das heißt, bei der 9er werdet ihr wahrscheinlich noch mehr zusätzliche Akkuleistung haben. Für Leute, die Zahl interessiert, das sind also 4900 mAh, die dieser Akku zusätzlich liefert. Das bedeutet, wenn ich meinen Akku normal dabei habe und vielleicht noch einen Ersatzakku, das ist so dieses, ja, damit bin ich eigentlich immer unterwegs gewesen, wenn ich das Ding dabei hatte. Wenn ich die jetzt mitnehme und diesen Griff zusätzlich, dann kann ich halt, ja, dann komme ich definitiv über den Tag. Und das fand ich mega, dass ich erstmal einen Griff habe, einen vernünftigen Griff, weil ich hätte mir sowieso einen Griff gekauft, aber hier jetzt noch Steuermöglichkeiten habe und aus meiner Sicht das absolute Highlight eben die Akkukapazität, die ich dazu bekomme. Dazu sagen muss ich auch noch, das Ding funktioniert nur mit der GoPro Hero 9 und GoPro Hero 10. Habt ihr ältere Modelle, 7, 6 und so weiter, dann funktioniert dieser Griff nicht, weil ihr könnt das Update darauf gar nicht aufspielen. Funktioniert also nur mit den letzten beiden Modellen, der aktuellen 10er und die ich habe, die 9er. Drahtlose Fernbedienung, habe ich gesagt. Stativfüße, habe ich auch gesagt. Und ach ja, einen wichtigen Punkt noch, das hätte ich beinahe vergessen. Wenn ihr diesen Griff benutzt, ob ihr jetzt das mit dem Media-Mod macht oder mit dieser Klappe hier, das heißt, ihr geht mit dem Kabel direkt in die Kamera, bitte eins beachten, sie ist dann nicht mehr wasserdicht. Sie ist zwar nur wasserfest, das heißt, da kann, wenn es regnet oder so, schrottet ihr euch die Kamera damit jetzt nicht unbedingt, aber Tauchen oder ähnliche Dinge könnt ihr damit dann vergessen. Das funktioniert definitiv nicht. Das müsst ihr halt auf dem Schirm haben, wenn ihr die Kamera bzw. den Volta-Griff benutzt, dann war es das mit Tauchen. Solltet ihr also actionmäßig unterwegs sein und Taucher sein, dann ist dieser Griff nichts für euch. Abgesehen davon, dieser Griff selber ist auch nicht wasserdicht, was ja auch logisch ist, irgendwo so ein Stück weit. Da kann halt Wasser eindringen, dann wäre der Griff auch Fratze. Das ist etwas, damit müsst ihr dann jetzt halt leben. Ich mache die Kamera mal einmal aus. Ach, ich liebe, dass sie wieder funktioniert. Das fand ich so schlimm, dass ich wollte euch das Teil unbedingt zeigen und dann auf einmal ist die Kamera geschrottet. Naja, gut. Sei es drum, jetzt bin ich, sagen wir mal, ein bisschen später dran als normal. Aber ich habe gesehen, so viele Videos gibt es bei YouTube eigentlich gar nicht darüber. Reveal Rabbit hat, glaube ich, eins gemacht, relativ am Anfang. Der kriegt die Sachen ja auch ziemlich früh von GoPro schon zugeschickt. Das heißt, wenn die das Teil veröffentlichen, hat er sein Video schon fertig. Unser eins muss natürlich erst das Teil besorgen und beziehungsweise jetzt kaufen und dann das Video darüber machen und dann kommt es halt ein bisschen später. Na gut, sei es drum. Ja, das wollte ich euch nur zeigen. Solltet ihr eine GoPro besitzen, damit filmen. Ihr müsst ja nicht zwingend YouTuber sein, sondern das, was weiß ich, für euren Privatgebrauch benutzen können. Also habt ihr eine GoPro und wollt zusätzlichen Akku an Kapazität haben, der eigentlich integriert ist, den ihr so gar nicht merkt, dann könnt ihr euch diesen Volta-Griff zulegen.
So, zu den Kosten. Bezahlt habe ich bei GoPro, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 130 Euro. Ist natürlich ein bisschen teurer, logischerweise, als ein einzelner Akku, wenn man sich den jetzt, wenn man das mal miteinander vergleichen möchte. Das heißt, keine Ahnung, ihr sagt, ich habe nicht genug Kapazität, also kaufe ich mir zwei Akkus, dann bin ich auch bei 80, 90 Euro, sowas in der Kante. Oder ich hole drei Akkus, dann kommt ihr in etwa auf den Preis von dem Griff hier. Der ist natürlich dann dementsprechend teurer, ein Stück weit. Von der Kapazität her, ich glaube 2300 mAh hat normaler Akku bei der GoPro 9. Bei 4900 mAh, ja, sagen wir mal so, dann hätte die ein Akku quasi mehr noch zur Verfügung als das, was der Griff speichert. Aber wie gesagt, dadurch habt ihr noch einen Steuereinheit dabei, könnt noch Zusatzmaterial anschließen, habt noch ein Stativ dabei. Also gerechtfertigt ist das irgendwo schon. Und ja, das Ding nimmt nicht Zusatzplatz weg, weil eine Art Griff für die GoPro braucht ihr in der Regel ja schon. Es sei denn, ihr packt euch die hier vorne an die Brust, über diesen Brustgurt zum Beispiel, oder an die Kappe oder ans Fahrrad oder so, dann braucht ihr den Griff natürlich nicht. Aber wenn ihr das Teil in der Hand haltet, und sehr viele YouTuber, die ich kenne oder die ich so sehe, die mit einer GoPro filmen, die haben in der Regel immer so einen kleinen Griff dabei und fangen dann damit an, die Landschaft so aufzunehmen und machen das nicht mit der Kamera in der Hand. Also von daher hat das Teil mehr als seine Daseinsberechtigung. Und ja, ich finde das mit dem Akku richtig gut. Und von daher habe ich mir das Teil zugelegt. Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Es lag mir nur am Herzen, euch das jetzt leider ein bisschen später als geplant noch mal einmal vorzustellen. Vielleicht interessiert euch der Volta-Griff ja. Solltet ihr Fragen haben, dann immer gerne unten ab in die Kommentare damit. Beantworte ich, sofern es mir möglich ist, natürlich immer gerne. Auch wenn es ab und zu mal ein bisschen länger dauert, weil mittlerweile, ja, die Kommentare sind schon recht häufig, recht viele, und ich möchte nicht nur immer so einen Daumen nach oben geben oder so ein Herzchen, ich möchte, wenn mich auch hinsetzen, um was dazu schreiben. Das bedeutet, ich habe ja noch ein ganz normales Berufsleben, dementsprechend auch weniger Zeit, als wenn man das hauptberuflich machen würde. Also gebt mir ein paar Tage Zeit, um auf eure Fragen, Anregungen oder was auch immer zu reagieren, was ich auf jeden Fall machen werde. Noch ist es mir möglich, auf jeden Kommentar auch zu antworten, und solange mir das möglich ist, werde ich das auch tun. So, ich wünsche euch alles erdenklich Gute, bleibt gesund. Genießt jetzt die kommenden Sonnentage. Das Wetter soll ja richtig großartig werden. Also ab aufs Fahrrad, raus in die Natur. Macht euch ein paar schöne Stunden draußen. Jetzt beginnt der Sommer. Die Saison fängt halt an, und ich freue mich da wie ein kleines Kind drauf. Jede freie Minute werde ich jetzt dann fahrradtechnisch nutzen. Und ja, den Kollegen werde ich dann des Öfteren auch mit dabei haben, ein paar Aufnahmen machen. Ob ich die dann immer zwingend bei YouTube veröffentliche, weiß ich noch nicht, weil ich ja viel auch dann mit Privatleuten unterwegs bin, die ja vielleicht nicht unbedingt gerne in die Öffentlichkeit wollen. Sei es drum. Ich zeige euch das, was mich interessiert, was Spaß macht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.